Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Kollege Lambrou. Bitte schön, Herr Lambrou, Sie haben 2 Minuten Zeit. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Schaus, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr auf Ihren Redebeitrag eingehen, weil ich glaube, dass Sie versuchen, vom eigentlichen Thema abzulenken. Es ist Fakt, dass kommunale Politiker aller Parteien angegriffen und angefeindet werden, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir können hier jetzt aufzählen, wer von Ihnen betroffen ist, wer von uns betroffen ist. Die spannende Frage ist, wer hier eigentlich das Thema des Antrags ernst nimmt und wer nicht. Und da möchte ich mich ausdrücklich bei Herrn Ulloth bedanken von der SPD. Und zu ihm gerichtet möchte ich auch noch einmal sagen, das mit dem § 23 und 26, das hatten wir geprüft. In der Tat sollten wir im Ausschuss noch einmal darüber reden. Wir haben eine Rechtsprüfung eingeholt und sind zu dem Schluss gekommen. Sie kommen jetzt zu einem anderen. Herr Kollege Lambrou, ich darf jetzt darum bitten, dass es im Plenarsaal ruhig ist. Und Herr Lambrou, Sie bitte ich, auf den Redebeitrag von Herrn Schaus Bezug zu nehmen. Gut, das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte, ich kann auf beide gemeinsam Bezug nehmen. Das tut mir leid. In der Tat ist das meine erste Kurzintervention, Frau Wissler, in diesem Parlament. Ja. Also, lieber Herr Schaus, ich bitte Sie, das Thema in der Sache ernst zu nehmen und es nicht für parteipolitische Angriffe zu verwenden. Es ist uns ernst mit diesem Anliegen, und wir sind im Ausschuss bereit, darüber weiter zu diskutieren, wie wir die Sicherheit für Kommunalpolitiker erhöhen können. Da können wir gerne über dies und jenes und anderes reden, aber bitte auch über die Idee mit der Wohnadresse. Wie gesagt, in NRW haben die GRÜNEN es angeregt, und die CDU in Verbindung mit der FDP haben es in geltendes Recht umgesetzt. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Nächster, Herr Kollege Schaus, wollen Sie erwidern? Entschuldigung, Schatz, alles klar. Okay, sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu Manfred Pentz für die Fraktion der CDU. Ich bin mittlerweile auch Kurier für die Kollegen von der FDP. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehen Sie mir nach, werter Herr Lambrou, dass das Parlament zu Ihrer ersten Kurzintervention nicht geklatscht hat. Aber kommen wir zurück zum aktuellen Punkt der AfD. Das ist, wie ich finde, mal wieder einer dieser weiteren Tiefpunkte in diesem Parlament. Und ich muss es ganz offen sagen, es ist schwer erträglich, Ihre Reden, die Reden der Abgeordneten der AfD, diesen ganzen Tag überhaupt zu hören und an sich vorbeigehen zu lassen. Aber auch dieser Punkt wird an uns vorbeigehen. Und deswegen ausgerechnet die Partei, die davon lebt, dass Menschen verunsichert sind und dass sie verunsichert werden, ausgerechnet die Partei, die auf Fake News setzt und mit Fake News arbeitet, gerade von dieser Partei muss sich kein Demokrat belehren lassen. Und ich will es ganz offen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben keinen Nachholbedarf in demokratietechnischen Dingen. Wir haben keinen Nachholbedarf beim Thema freier und geheimer Wahlen und vor allen Dingen nicht von einer Fraktion, die ihre eigenen Abgeordneten bespitzelt. Wir haben auch keinen Nachholbedarf von einer Partei, die auf Hass und Hetze setzt, die auf Neid und Missgunst, Unzufriedenheit setzt und die am Ende immer mit dem ausgestreckten Finger auf die anderen zeigt, nach dem Motto, Schuld sind immer die anderen. Das ist doch das Geschäftsmodell der AfD. Und deswegen, lieber Kollege Lambrou, die AfD gibt sich gerne als konservativ, gut bürgerlich, traditionsbewusst. Hier am Rednerpult fällt dann oft doch der Schleier. Eine Partei, deren größte Führer
Höcke, Kalbitz, Gauland sind. Eine Partei, die solche Leute weiterhin unterstützt, ist alles, nur nicht der Schutzpatron der Kommunalpolitiker. Und meine Damen und Herren, ich denke bei diesen Leuten denke ich an die Aussagen wie "Wir werden Sie jagen" von Herrn Gauland und Herrn Höcke, der Kritiker der AfD, als hemmungslos irre, völlig verrückt und geistig gestört bezeichnet. Sie wollen der Schutzpatron der Kommunalpolitik sein? Das ist doch geradezu lächerlich. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist kaum ein Jahr her, als ich am 2. Juni frühmorgens einen Anruf erhielt mit der tragischen und traurigen Nachricht, dass unser Freund Walter Lübcke verstorben sei. An diesem Sonntagmorgen habe ich alles für möglich gehalten, nur nicht, dass Walter Lübcke von einem Rechtsradikalen eiskalt auf seiner eigenen Terrasse ermordet wurde. Ich hätte alles für möglich gehalten. Und meine Damen und Herren, zur Wahrheit gehört, und das müssen Sie sich anhören, dieser mutmaßliche Mörder hat Wahlkampf für die AfD gemacht. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Walter Lübcke war ein Freund, ein Politiker, und er war auch immer ein Kommunalpolitiker. Und von Ihnen muss sich kein einziger Kommunalpolitiker geschützt fühlen, nicht von der AfD. Und meine Damen und Herren, ich will dann auch zum Schluss kommen mit Blick auf die Uhr. Aber ich will schon noch einmal erwähnen, dass die AfD es außerdem grundsätzlich nicht verstanden hat. Das Wesen eines Kommunalpolitikers ist doch die Nähe, die Ansprechbarkeit, die Sichtbarkeit. Natürlich im Spannungsbogen zwischen Freiheit und Sicherheit. Aber eines ist auch klar. Wir vertrauen unseren Sicherheitsbehörden. Wir vertrauen darauf, dass unser Innenminister gemeinsam auch mit dieser Koalition alles dafür tut, auch in Zukunft, dass jeder einzelne Kommunalpolitiker geschützt wird. Und unsere Arbeit ist doch, dass wir den Kommunalpolitiker wieder stärken, dass wir ihm danken für seine Arbeit, dass wir ihn motivieren, bei der nächsten Kommunalwahl auf die Listen zu gehen, damit er ansprechbar ist, damit man auch mit ihm fassbar reden kann und dass man mit ihm ringen kann. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich und für die CDU-Fraktion ist der Kommunalpolitiker systemrelevant, und es gehört auch dazu, dass er natürlich sich mit seiner Adresse kenntlich macht. Und deswegen gehen wir hier einen anderen Weg als Sie und die 15.000 Kommunalpolitiker, 422 Bürgermeister, 21 Landräte in Hessen haben Besseres verdient, als von Ihrer Aktuellen Stunde in den Schmutz gezogen zu werden. Deswegen herzlichen Dank, und wir lehnen Ihren Antrag natürlich ab. Herzlichen Dank, Herr Kollege Pentz. Nächster Redner ist der Abg. Markus Hofmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, ich habe ihn. Alles in Ordnung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Schon seit geraumer Zeit diskutieren wir jetzt hier und heute, nicht nur heute im Plenum, aber auch innerhalb der Gesellschaft über ansteigende Anfeindungen und daraus folgend ein steigendes aggressives Verhalten gegenüber ehrenamtlichen und hauptamtlichen Politikerinnen und Politikern. Und ich habe den Eindruck, nicht nur die Hemmschwelle und das Niveau der Bedrohung sinkt, auch die Gewaltspirale dreht sich immer schneller. Manchmal hat es natürlich auch noch humoristische Züge. So erhielt ich am Montag eine Facebook-Nachricht: Gott werde mir als grünen Politiker den Arsch versohlen. Entschuldigung, ich habe zitiert. Nun weiß ich nicht, ist das schon juristisch eine Anstiftung zur Körperverletzung im Sinne des § 26 StGB? Und ich weiß noch nicht, wie Gott darauf reagiert, wenn er ein Gerechter ist.
dann wird er eher den Allerwertesten des mir Drohenden versohlen. Naja, man kann sowas lustig oder merkwürdig finden, aber die Beleidigungen und Verleumdungen und üblen Nachreden sind an der Tagesordnung und sind meistens ein deutlich aggressiveres Verhalten und geht hin bis zu subtiler, bis offener Gewaltandrohung. Und ich glaube, Sie alle können davon ein Lied singen. Das erreicht uns über E-Mail, telefonisch, per Post, aber auch eben face-to-face. Wenn wir wollen, das kam mir jetzt auch schon mal zum Tragen, wenn wir wollen, dass auch zukünftig Menschen sich bereit erklären, ein Ehrenamt oder ein Hauptamt anzustreben und sich zur Wahl zu stellen, egal ob Ortsbeirat oder Oberbürgermeister, dann muss uns allen wichtig sein, vernünftig miteinander umzugehen, meine Damen und Herren. Und dass gerade aus den Reihen einer Partei ein Antrag, nicht mal ein Gesetzentwurf, also nur ein Antrag kommt, der darauf hinweist, dass Wahlbewerber besser zu schützen sind, das erstaunt schon. Es sind auch gerade Anhänger und Mitglieder Ihrer Partei, die verunglimpfen und beschimpfen, angefangen von Ihrem Bundesvorsitzenden, der die Kanzler jagen will, oder Frau Weidel, die behauptet, politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Zur politischen Korrektheit gehört zuallererst der korrekte Umgang mit den Menschen, die sich für unseren Staat einsetzen und einsetzen wollen und sich zur Wahl stellen. Und zur politischen Korrektheit gehört auch die Förderung und der Schutz der Agierenden. Bringen Sie das erst einmal Ihrer Anhängerschaft bei, Herr Lamprou. Also bislang war es ja so, Herr Ulott hat es ja schon sehr ausführlich aufgelistet. Ich werde es jetzt nicht noch einmal vorlesen. Der Wahlbewerber oder die Wahlbewerberin ist bei aktueller Rechtslage eben nicht schutzlos. Er oder sie kann erreichen, dass die Wohnanschrift auf der Bekanntmachung, und darum handelt es sich ja hier bei dem Antrag, durch eine Erreichbarkeitsanschrift ersetzt wird. Ja, ich gebe zu, dieses Verfahren ist kompliziert, aber machbar. Dankenswerterweise gibt es auf Initiative der SPD nach der Sommerpause eine intensive Expertenanhörung zur Bedrohungslage kommunalpolitisch tätiger Personen, NGOs und weiterer Verbände. Und innerhalb dieser Expertenanhörung muss man auch dieses Thema aufgreifen und nicht wie jetzt losgelöst in einem kleinen Bereich bearbeiten. Da gehört mehr dazu. Alle demokratischen Parteien bitte sollten sich intensiv darum bemühen, den Schutz von Menschen, die sich zur Wahl stellen, weiter zu verbessern. Die Vorstellung, wie wirksamer Schutz einer politisch tätigen Person aussehen kann, das wissen wir ja, Herr Lamprou, Sie fahren ein großes Dienstfahrzeug. Ja, natürlich. Ja, alles gut. Sicher ist sicher. Also mein Vorschlag, lasst uns die Anhörung abwarten und dann zügig entsprechende Maßnahmen beschließen, die es ermöglichen, uns in unserem Land Politik zu betreiben, ohne Angst um Leib und Leben haben zu müssen. Und dazu gehören noch viele weitere Faktoren dazu und nicht eben nur die Anschrift auf dem Wahlvorschlag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Dr. H.C. Hahn für die Fraktion Die Freien Demokraten. Und den Meldezettel hat in liebenswürdiger Art und Weise sein Kollege Manfred Penz hier vorbeigebracht. Das sind ja ganz neue Koalitionen, die sich da begründen. Eieieiei. Sie haben das Wort, Herr Vizepräsident. Ich warte gerade, weil hier ist noch 4:34 irgendwas mit aktuell auf der Uhr. Hier steht 4:34. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mich jetzt nicht zu dem Beitrag des Präsidenten äußern, was mit Koalitionen zu tun hat. Das können wir nachher gerne noch, lieber Präsident, in Ihrer Heimatgemeinde zum Beispiel in einem sehr angesehenen Biergarten noch weiter diskutieren. Ich möchte eine ernsthafte Antwort für die Freien Demokraten auf diesen Antrag der AfD geben. Sie beginnen
mit datenschutzrechtlichen Gründen. Ich muss gestehen, da Datenschutz schon seit Beginn meiner Tätigkeit hier in diesem Hause mein Steckenpferd war, da gibt es eine Regel, die sagt, es soll nur das veröffentlicht werden, was für die Zielerreichung erforderlich ist. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir uns das noch auf der Zunge zergehen. Die Zielerreichung auf einem solchen Zettel ist ja nun nicht nur, dass man sich als Kandidat einbunkert, sondern die Zielsetzung ist doch, und das will ich als Kandidat, der seit 1977 häufigst kandidiert hat, die Zielsetzung ist doch, dass ich in eine Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern eintreten möchte. Jetzt kann man sagen, Hahn, du redest von irgendwas, was vor 30 Jahren bei dir vielleicht noch wichtig war, weil die Menschen wissen, wo du wohnst. Aber wir wollten ja auch rekrutieren die jungen Menschen, die Menschen, die noch nicht aktiv in der Kommunalpolitik waren. Meinen Sie zur Zielsetzung, dass man gewählt werden möchte, dass man mit den Bürgerinnen und Bürgern über seine politischen Ziele, Ideale, Lösungsvorschläge diskutieren will, gehört es, sich einzubunkern? Nein. Das hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun, was Sie hier erzählen. Das hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun. Es hat etwas, ja, und das ist ein Abwägungsprozess. Ja, aber den Abwägungsprozess müssen Sie dann machen, ob Sie kandidieren oder nicht. Und nicht, ich will zwar kandidieren, aber ich will den Menschen nicht sagen, wo ich wohne. Ich halte das für einen Widerspruch in sich. Alle müssen sich vorher entscheiden. Oder aber Sie müssen sich entscheiden, sich so zu benehmen in Gänsefüßchen, dass diese Gefahr minimiert wird. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Punkt 2. Eine angstfreie Kandidatur gibt es nicht. Eine angstfreie Kandidatur kann es auch gar nicht in einer Demokratie geben, weil man sich zunächst erst einmal ohne Gewalt, aber in einen Meinungsprozess hereinbegibt, einen Diskurs macht, wo Gott sei Dank häufig meine Meinung mit den Leuten, mit denen ich rede, von denen auch anerkannt wird, aber nicht immer. Wahrlich nicht immer. Deshalb, wir müssen doch mal. Herr Kollege Hahn, einen kleinen Moment. Es ist furchtbar unruhig im Plenarsaal. Ich bitte, die Gespräche draußen zu führen und dem Vizepräsidenten zuzuhören. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich sage es deshalb noch einmal in einer Gesellschaft wie der unseren. Und ich habe vorhin schon einmal dazu für die Freien Demokraten Stellung nehmen können. Wir sind weltoffen, wir sind tolerant. Wir wollen den Diskurs, wir wollen den Pluralismus, wir wollen die Meinungsvielfalt und damit auch die Meinungsfreiheit. Und da dürfen wir uns nicht verstecken. Da dürfen wir uns nicht verstecken. Damit Sie zum Dritten wissen, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in der Statistik drin, die gerade der Kollege Lambrou vorgelesen hat. In der Wahl. Können Sie auch mal gerade mal eine Sekunde einfach nur mal zuhören? Ist das nicht machbar? Gerade bei einer Partei wie Ihrer, die ja eigentlich Disziplin immer predigt, erwarte ich das eigentlich. Predigt, habe ich gesagt. Predigt, habe ich gesagt. An beiden Autos der Familie Hahn ist in der Wahlnacht vor der letzten Landtagswahl jeweils ein Reifen demoliert worden. Also ich weiß, wovon ich rede. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kann das ja sein, dass ich so ein Gänsefüßchen doof war, dass ich ein Wahlplakat von mir auch noch vor meiner Haustür gehängt habe, damit der Mensch auch genau wusste, also wenn ich etwas gegen den Hahn habe, da wohnt er. Ei, die Autos haben wir noch jeweils ein H in dem Nummernschild. Das ist er. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ärgerlich. Das darf auch nicht sein. So ein Rad war nicht schlimm. Die haben nur die Luft rausgelassen. Muss nur die Luft wieder reingeblasen werden. Dass ich ein paar Tage später dann Nägel im Reifen hatte, war dann schon etwas ärgerlicher gewesen. Aber ich will Ihnen damit nicht meine Sorgen vortragen, sondern ein bisschen ist das auch Berufsrisiko. Solches ist noch Berufsrisiko. Wenn es dann so weit geht, die Kollegen haben von Stalking gesprochen, haben von Kollegen gesprochen, die ihr Amt niedergelegt haben, dann habe ich dazu null Verständnis, meine sehr verehrten Damen und Herren, null Verständnis. Aber das, und das ist mein letzter Part, können wir doch nicht dadurch lösen, indem wir jetzt einfach mal hier beantragen und durchsetzen, dass auf dem Wahlschein der Wohnort nicht mehr steht. Das ist ganz, ganz kleines Karo.
Das ist ganz, ganz kleines Karo, darauf so zu antworten. Wir müssen uns überlegen, warum ist in dieser Gesellschaft diese Welle derzeit wieder da, dass die Politiker nichts wert sind, dass man sie beschimpft, dass wir, ich will jetzt keine anderen Berufsgruppen sagen, aber viele von Ihnen haben ja vor zwei Monaten die letzte Umfrage, ich glaube, es war von Infas gewesen, gelesen, welche Beliebtheit wir haben. Da müssen wir daran arbeiten. Da müssen wir z.B. wieder mal glaubwürdiger werden. Da müssen wir den Menschen vielleicht auch etwas intensiver wieder sagen, wo die Probleme in dieser Gesellschaft sind. Wir müssen den Menschen vielleicht auch sagen, dass nichts, aber auch gar nichts in diesem Leben und schon mal gar nicht in der Politik alternativlos ist. Dass wir den Menschen wieder eine Möglichkeit geben, in den Diskurs einzutreten, den haben wir uns ja wechselseitig abgewöhnt, abtrainiert in den letzten 15, 20 Jahren. Ich bin ein Kind der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, manche sagen des letzten Jahrtausends. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so eine langweilige politische Diskussion, wie wir sie derzeit haben, habe ich damals nicht erlebt. Und ich glaube, für die Gesellschaft war es besser, offen Probleme anzusprechen, als diese zu übertünchen. Und da kann der ein oder andere sagen, Hahn, ja, Anfang der 70er Jahre, was war in Hessen das Hauptthema? Schulpolitik. Rahmenrichtlinien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Name von Friedeburg. Ich sage das jetzt in keinster Weise karikieren, sondern Sie daran zu erinnern, man kann sich auch inhaltlich auseinandersetzen. Und ich finde, man sollte sich auch wieder besser auseinandersetzen. Und ich glaube, dass dann die Menschen auch sehen, es gibt eigentlich wenig Sinn, sich mit den Politikern als Menschen diskreditierend auseinanderzusetzen, sondern gehen wir doch einmal in den Diskurs mit ihm. Da wird um Längen weniger rumpolemisiert werden und beleidigt werden. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, meine Parteifreunde, unsere Parteifreunde im Nordrhein-Westfälischen Landtag haben dem zugestimmt. Ich habe eben noch einmal die Rede meines Parteifreundes gelesen, der die gehalten hat, der von angstfreier Kandidatur gesprochen hat. Ich werde ihn morgen mal anrufen und fragen, wie er sich das gemeint hat. Ich glaube, es gibt keine angstfreie Kandidatur. Es darf aber auch nicht sein, Reifenstechen ist schon blöd, aber jemanden körperlich oder auch psychisch zu belasten, ist noch viel, viel schlimmer. Dagegen müssen wir vorgehen, aber nicht mit Ihrem Antrag. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Abg. Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Hahn, Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, die Bürger haben ein Recht auf Kontaktaufnahme. Der Kandidat muss sichtbar sein. Das haben wir aber auch gesagt. Die Kontaktaufnahme ist ja auch weiterhin gegeben, wie Sie unserem Antrag unschwer entnehmen können. Und die Kandidaten wären auch weiterhin für jeden sichtbar und wahrnehmbar. Aber wie weit muss diese Sichtbarkeit denn bitte gehen? Bis vor die Haustür? Bis ins Schlafzimmer? Sie wissen doch ganz genau, wo der Wahlkampf stattfindet. Wenn Sie Wahlkampf betreiben und von Haus zu Haus gehen möchten, dann besteht auch Ihnen auch die Möglichkeit eines direkten Dialogs. Aber dann ist immerhin jedem Wahlbewerber es selbst überlassen. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahmen sind weiterhin äußerst vielfältig und werden durch das Weglassen der Anschrift bestimmt nicht beeinträchtigt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. Dr. Hahn möchte nicht erwidern. Dann spricht jetzt für die Landesregierung Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich kann es verhältnismäßig kurz machen, weil eigentlich jedes Argument zu diesem Tagesordnungspunkt mindestens schon dreimal genannt worden ist. Ich räume allerdings ein, dass die Brücke von Friedeburg in dem letzten Redebeitrag noch einmal eine Wendung gebracht hat, die ich nicht erwartet hatte. Ansonsten bin ich ganz beim ersten Redner, nämlich bei Herrn Ullotz, der gesagt hat, da sind Sie wohl auf der falschen Wiese gelandet. Und diese falsche Wiese ist hier hinreichend beleuchtet worden. Ich finde, erstens, das, was Kollege Hahn zuletzt gesagt hat, bin ich nicht ganz einverstanden. Ich finde schon, dass wir
Und Sie haben es mit Sicherheit anders gemeint, aber Sie haben von einer Angst, Sie haben davon gesprochen, es gibt keine angstfreie Kandidatur. Ich finde, es muss sozusagen in Deutschland klar sein, in Hessen klar sein, jeder, der Kandidat bei uns ist, der kann angstfrei, der kann, ohne dass er befürchtet muss, dass er irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, für unsere demokratischen Parlamente kandidieren. Ich finde, das muss sozusagen klar sein. Und dafür müssen wir arbeiten. Dafür arbeiten wir auch, weil natürlich ist es so, dass wir den Schutz der Kommunalpolitiker sicherstellen müssen. Dazu gehört dann ganz am Ende eben auch die Polizei, die auch hier vertreten durch das LKA natürlich Gefährdungsanalysen und Ähnliches macht. Aber in allererster Linie ist es eine Frage, ist eine gesellschaftliche Frage. Wir müssen wieder ein Klima erreichen, in dem wir miteinander so ringen, wie es halt eben hier auch im Plenarsaal deutlich geworden ist, indem wir friedlich unsere Argumente austauschen und es sozusagen dann auch dabei belassen. Lassen Sie mich noch deutlich machen am Ende, die Demokratie, auch dieses Argument ist schon gefallen, die Demokratie lebt bei uns von der Kommunikation. Und für diese Kommunikation muss Sichtbarkeit, Ansprechbarkeit gewährleistet sein. Meine Damen und Herren, unsere Demokratie kennt keine anonymen Abgeordneten. Es gibt keine anonymen Kandidaten, meine Damen und Herren. Und das ist auch richtig so, dass es das nicht gibt. Das mag vielleicht im Netz schön sein, dass man dort anonym auftreten kann, um seine Parolen sozusagen dort zu verbreiten. Aber in Parlamenten, in der öffentlichen politischen Diskussion, da gilt sozusagen Aug in Aug, um miteinander die Argumente auszutauschen. Und ich finde, dass wir uns das erhalten müssen. Zur Sache sind alle wesentlichen Punkte genannt worden, dass Sie in Ihrem Antrag nicht die Wahlvorschläge meinen, sondern vermutlich die Bekanntmachung. Weil bei den Wahlvorschlägen ist erforderlich, dass eine zweifelsfreie Identifikation stattfindet von den Kandidaten. Beim Thema Bekanntmachung habe ich gerade etwas zum Thema der Anonymität gesagt. Es gibt in der Tat die Ausnahme, und die ist aber auch schon normiert, dass wenn jemand wirklich in Gefahr ist, sozusagen, wenn das sozusagen feststeht, dann hat er die Möglichkeit, eine Erreichbarkeitsadresse anzugeben, wenn eine entsprechende Auskunftssperre notiert ist. Insofern bleibt es dabei, Herr Ullert hat recht, Sie sind auf der falschen Wiese gelandet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu dem Antrag 20/3010 angelangt. Ich gehe davon aus, dass wir den in den Innenausschuss verweisen. Das machen wir so. Kollege Hahn ist ausdrücklich eingeladen, dann in Folge in den Darmstädter Hof in Niedereschbach.